Willkommen zurück bei einem weiteren Let's Play von The White Chamber. Das hier ist Folge Nummer 6. Und bevor wir jetzt da oben in den Lüftungsschacht kriechen, haben wir ja noch was vergessen. Und zwar uns das Video Nummer 3 anzuschauen, was wir jetzt mal nachholen werden, ganz kurz. Ich mache diese Aufnahme nur für den Fall, dass sie jemand findet. Ich glaube zwar nicht, dass sie noch irgendetwas bewirkt, aber ich hoffe, irgendwer bekommt sie zu sehen. Ich möchte, dass die Nachwelt erfährt, was hier passiert ist. Ich habe herausgefunden, dass der Kommandant meine letzten beiden Berichte abgefangen hat. Ich habe ihn damit konfrontiert, aber er ist überzeugt, dass ich ein Agent bin, der für die Cyclavir Hypercorp arbeitet. Ich habe dann mit ihm diskutiert, aber es war sinnlos. Er denkt noch, er war großzügig genug, weil er mich nicht in den Weltraum geschossen hat, als er herausfand, dass ich die beiden Berichte zurückgeschickt habe. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass die Firma mich gebeten hat, meine Beobachtungen vorzulegen, aber er wollte nichts davon wissen. Ich glaube, ich kann ihm das nicht vorwerfen. Das alles tut jetzt nichts zur Sache. Ich bin schon froh, wenn ich noch ein wenig weiterlebe. Dr. Goodwin ist tot. Sarah hat ihn gefunden. Zermatscht im Hauptbelüftungssystem. Lecker. Jeder hier weiß, dass es kein Unfall war. Wir werden hier oben umgebracht. Sie sind unausweichlich auf mich gekommen. Trent glaubt, dass alles angefangen hat, als ich an Bord kam. Sie haben mich hier in der Quarantänekammer eingeschlossen. Ich glaube, sie riegeln den Lüftungsraum ab. Bin mir aber nicht sicher, was sie damit erreichen wollen. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Ich habe Angst und bin alleine. Ich weiß nicht, ob einer von denen ein Mörder ist. Oder ob dieses verdammte Artefakt an allem schuld ist. Was es auch ist, es kümmert mich nicht weiter. Ich will einfach nur noch weg von hier. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Kammer zu öffnen. Ich werde mich gleich zur Rettungskapsel begeben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffen werde. Deshalb lasse ich die letzte Aufnahme hier. Als einen letzten Bericht, was hier passiert ist. Wer auch immer das findet, viel Glück. Oha, oha. Außer ihm also nur noch zwei Leute übrig. Der Kommandant und Sarah. Wer auch immer die Sarah ist, wir sollten also aber langsam schon Verdacht haben, dass das das Mädel hier ist. Denn sie scheint ja die einzige Frau zu sein auf dieser Station. The White Chamber. Und jetzt wissen wir auch, warum das Spiel The White Chamber heißt. Wegen dieser Kammer hier. Und wir sehen auch, da liegt schon wieder Matsch. Beschäftigen wir uns erstmal damit. Das Gerät führt eine Tiefenstrukturanalyse durch. Aha, technisches Gebrabbel. Es scheint keine handfesten Ergebnisse zu liefern. Okay. Dieses Gerät scheint jeglichen Ausstoß von dem Artefakt zu überwachen. Anscheinend zeigt das Artefakt sehr ungewöhnliche Strahlenwerte. Ja, das ist alles normal. So ein bisschen Strahlung, das hat noch nie jemanden geschadet, ne? Was ist das hier, das ist das Artefakt? Das ist es also. Das ist das Artefakt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war doch das Teil, was die ganze Zeit auf der Tafel so nach und nach aufgezeichnet wurde, okay? Es ist warm und vibriert. Es fühlt sich nicht an wie eine Maschine. Tja, was ist das wohl? Sein Gesicht. Armer Kerl. Was ist bloß mit ihm passiert? Tja, das ist eine gute Frage. Ist das Gesicht weggerissen worden? Ja, die Haut vom Knochen. Sehr lecker, lecker, lecker. Hallo, Sarah. Ups. Hier sind wir also wieder. Wie es aussieht, hat das Blatt sich gewendet. Wenn ich mich recht erinnere, war ich beim letzten Mal hier eingeschlossen und habe auf Gnade gehofft. Ich habe mich um dich gekümmert und bin auf dein falsches Lächeln hereingefallen. Und als Dank wurde ich zu der Sauerei da auf dem Boden. Ich hab nichts gemacht. Beginnst du langsam zu verstehen, Sarah? Was du mir angetan hast? Was du uns allen angetan hast? Wir haben den Preis bezahlt, weil du besessen warst von seiner Kraft. Ja, alles meins, mein Schatz! Immerhin kann ich sagen, dass ich geschafft habe, wobei du versagt hast. Das Artefakt reagiert auf mich, mein Blut, mein Hass und meine Begierde nach Vergeltung haben es aktiviert. Oh oh.
Ich habe die Kraft entfesselt, für die du getötet hast. Und jetzt sind wir beide in diesem Teufelskreis gefangen, ein ewiger Albtraum, der unendlich weitergeht, bis du erlöst wirst. Ich trete hier als dein Richter auf. Und ich habe in deine Seele geblickt. Dir wird eine weitere Chance gegeben, deine Sünden vielleicht zu tilgen. Angesichts dieser leeren Tafel, hast du Mitgefühl oder Bedauern gezeigt? Oder hast du wieder einmal nur selbstsüchtig gehandelt, zugunsten deiner eigenen Ziele? Während wir zu einem Urteil kommen, sollst du dich erinnern. Daran erinnern, was du mir angetan hast. Oh, okay. Fuck! Es ist vollbracht. Wir haben einen vollen Kreis geschlossen, zurück zu dem Punkt, wo all dies beginnt und endet. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Was noch fehlt, ist, dass du gehst. Jetzt! Die Rettungskapsel im Lagerraum wurde geöffnet und darin wirst du unser Urteil finden. Auf dem Weg dahin sollst du dich an alles erinnern, an das, was du getan hast, um dies hier zu verdienen. Ich habe den Orbit der Station verändert. Sie wird innerhalb einer Stunde auf den Planeten stürzen. Leb wohl, Sarah. Ich hoffe, wir werden uns nicht noch einmal wiedersehen müssen. Okay, das heißt also, wir haben den Typen hier auf dem Gewissen. Und so wie es aussieht, haben wir auch alle anderen auf dem Gewissen. Also haben wir die ganze Zeit so eine kleine Psycho-Bitch gespielt. Okay. Zack. Ja, Matsch. Wow. Ich habe Dr. Goodwin in den Ventilator gestoßen. Ich hätte es gar nicht tun müssen, aber ich war mir sicher, dass er hinter mir her war. Er hatte nicht auf, den Kommandanten zu bitten, das Artefakt rauszuschmeißen. Oh oh. Nach dem, was der mit Goodwin gemacht hat, wäre ich schön blöd, da näher ranzugehen. Ja, du kannst ja mal um Vergebung bitten, du kannst ja mal ein bisschen Reue zeigen. Komm, spring, spring! Nach dem, was der mit Goodwin gemacht hat, wäre ich schön blöd, da näher ranzugehen. Ja, dann halt nicht. Oh, die Tafel ist leer. Die Station sieht jetzt ein bisschen sauberer aus, ne? War also alles eine Art von Parallelwelt. Haben wir doch einen Kopf gefunden, ne? Boah, jawohl. Alter, was ist das für eine Psychoschlampe? Kommandant Trent hat mir keine Wahl gelassen. Zu dem Zeitpunkt waren nur ich, er und Arthur übrig. Er hat dem Spion nicht vertraut, aber er hat auch nicht geglaubt, dass er der Mörder ist. Ich glaube, der Kommandant konnte es in meinen Augen sehen. Darum habe ich ihm seine genommen. Boah, wie fies, ey. Mädel, du bist krank. Du bist echt krank. Welt und ja, wir werden jetzt gerichtet, anhand welcher Aktion auch immer. Also gibt es wahrscheinlich auch mehrere Enden. Ups. Zack, ja. Nein, oh. Serienkillerin auch noch. Dick Lee war der Erste. Er war mein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er dachte, das Artefakt sei zu gefährlich, um alleine dran zu arbeiten. Wir haben uns gestritten, weil er ein Unterstützungsteam haben wollte. Ich sagte ihm, wir könnten das alleine. Ich wollte nicht. Ich wusste, er würde es nie verstehen. Ich könnte es nicht ertragen, mit seinen Überresten konfrontiert zu werden, falls sie da noch drin sind. Ja, Mädel, du musst mal mit den Konsequenzen deiner Taten leben. Alter Falter. Was für eine
kranke Sau. Nein. Jawohl, mit einer Brechstange. Oh. 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 Mädel, du bist krank. Wiles hat die Videologs geprüft, als ich zu ihm kam. Sein Benehmen zeigte deutlich, dass er Dicks Leiche in der Navigationskonsole gefunden hatte. Das mit Dick war ein Unfall, darum vermute ich, dass die Sache hier außer Kontrolle geraten ist. Ich war besessen. Ich konnte nur an das verdammte Artefakt denken. Jetzt ist es spät. Ich möchte nicht sehen, was darunter ist. Ja, also entweder nimmt sie hier das Artefakt als Ausrede, oder das Artefakt dringt irgendwie in deine Psyche ein. Man weiß es nicht. Hier sieht's auch wieder relativ sauber aus. Da können wir auch nichts machen. Das heißt, wir steigen jetzt in die Rettungskapsel. Moment mal, den Strand kennen wir doch von irgendwoher. Hä? Okay, da steht, geht die Station dahin. Ja, und das Mädel ist auf dem Planeten gelandet, relativ sicher wohl. Also sind wir wohl entkommen, oder? Oder? Wir sind doch sicher hier, wir sind sicher. Oder? Ja! Und das war's! Wir haben The White Chamber durchgespielt. Team Trophys, Studio Trophys programmiert. Eine Gruppe von 3 Leuten, glaube ich. 4. Das war's mit The White Chamber. Wir haben ein Ende erreicht von mehreren. Und wir sollten uns dann wohl, denke ich, schon mal Gedanken machen, was ich als nächstes spiele. Das muss ich mir noch überlegen. Ich glaube, das wird wieder ein Indie-Game sein. Ich bin mir nur noch nicht sicher, welches von denen, die ich da in meinem Kanal aufgelistet habe. Schauen wir mal. Wir sind ruhig. Diese Stille, diese Idylle. Wir sind sicher. Wir sind doch sicher, oder? Wir sind sicher. Wir sind doch sicher! Ja. Vielen Dank fürs Spielen. Du hast das Erlösungsende erreicht. Okay, Ben. Versuche die Robotersteuerung zu verwenden, bevor du die Notiz hast. Das steht da rot. Okay. Ja, das war's, Leute. Wir haben ein Ende von The White Chamber erreicht. Wie gesagt, ich werde demnächst ein neues Let's Play anfangen und werde aber noch nach und nach die anderen Enden von The White Chamber hochladen in die entsprechende Playlist. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao.